Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 2.5 und ich habe diesmal den guten Scanner wieder bei uns oder bei mir. Hallo. Und ich glaube, Scanner macht was Sinnvolles. Was machst du gerade oder planst du Wo zu hast denn du machen? sowas gehört? Das wäre das erste Mal. Ja, hin und wieder habe ich gehört, solltest du das mal schon versucht haben zumindest. Echt? Tatsache? Wow, Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also? Ich arbeite weiter daran, was wir ja schon mal hatten, unsere Flüssigkeiten abzubauen, die wir noch im System rumliegen haben. Aus dem ganz einfachen Grund, wir haben ja jetzt für fast alles eine Verwendung, zu Deutsch, ich lasse fast alles in Ingots oder irgendwas Ähnliches umarbeiten. Aber wir haben ja noch das schöne Blazing Pyrotheum, was zu nichts zu gebrauchen ist, da wir ja für fast alles den Dust brauchen. Aber wir können es zur Stromherstellung nutzen. Und Strom kann man ja nie zu viel haben. Entsprechend werde ich das Ganze mit ein paar Magmatic Dynamos von Thermal Expansion aufsetzen und dann mal gucken, was ich da für ein Output rauskriege mit den Massen an Fluids, die wir im System haben. Also du machst sozusagen Beschäftigungstherapie. Das hört man doch gern. So, und wir werden uns heute, also so wie ihr und ich, werden uns heute mal die nächsten Aufgaben im Buch vornehmen, weil das Ziel ist ja natürlich, das Add-on-Pack abzuschließen, indem man alle Aufgaben erledigt. So, und unsere nächste Aufgabe ist Plant the Flower on 5 different biomes. So. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal Angel Blocks machen. Die sind ja, wie wir alle wissen, sehr kompliziert. Ja. Ja, vor allem, wenn man keine Federn hat. Gerade den Loot Recycler Ja. abgeschalten, also du müsstest sehr zeitnah wieder welche bekommen. Oh, ich sehe gerade, wir können uns ja Chicken Seeds machen. Das klingt irgendwie, naja. Genau. Das geht auch ganz schnell. Ach, brauchen wir bloß Q-Seeds. Also, die Zeiten, wo wir mit diesen Essenzen so ein bisschen Probleme hatten, die sind zum Glück vorbei. Also, ich glaube, die haben uns im Gegenteil sogar schon mal das halbe System zugemüllt. Also ist das alles kein Ding mehr. So. Also unser neuer Reaktor, den wir drüben im Nether haben, der läuft auch problemlos im Moment. Das sucht aus. Und perspektivisch werden wir hier auch weiter umbauen. Was haben wir denn hier? Diamanten? Brauchen wir Diamanten noch? Ja, aber Erz braucht man nicht, oder? Definiere welches. Iron. So, dann hauen wir hier noch was hin. Netter. Nee, Quatsch, das war ein Hatchet. Okay, ich habe kein Mattock mehr. Hab's nicht. Also wirklich, ich hab's wirklich nicht. Okay, ist auch kein im System drinne. Oh, nicht schlecht. Nehmen halt unsere unzerstörbare Schaufel. Quatsch, Hacke. Also, wäre jetzt nicht so, was wir da ein Problem hätten. So, Tops. Das sieht ja schon mal gut aus. Dann haben wir hier hinten in der Ecke noch unsere Essenz. So. Und dann warten wir kurz. Es sei denn, die Federn sind so schon schneller wieder da. Hops. Nee, also die Hühner scheinen mal wieder keine Lust zu haben. Gut, dann überspringen wir das, machen wir es als nächstes, sobald wir es da haben. Und zwar machen wir dann Travel to the Last Millennium als nächstes. Da habe ich gelesen, es muss wohl einen Millenniumsblock geben. Da ist er.
Portal to the Last Millennium. Also war auch sehr schwer zu finden. Und dafür brauchen wir Burnt Quartz und Carved Imminent Stone. Okay. Das ist ja wirklich mega kompliziert, das werden wir nie hinkriegen. Zum Glück können wir uns ja Farben herstellen, wie wir wollen. Ja, ist okay. Man könnte doch einfach mal sich nicht ständig verklicken. Jetzt. Ach so, warum habe ich so viel Farben gemacht? Was Burnt Quartz, Block of Quartz. Also ihr seht schon, dass ihr werdet auch gleich sehen, warum das Rezept so einfach ist. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Wenn das nämlich schwieriger wäre, ja, würde keiner mehr ins Last Millennium reisen. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Mehrnutzen des Last Millenniums auch de facto nicht existent. Also warum es diese Dimension gibt, die durch Extra Agilities dazugekommen ist, kann ich euch nicht verraten. Tut mir leid. Vielleicht weiß das Scan da zufällig. Sagt das alles? Ja. So. Okay. Dann, wo haben wir Platz? Also ihr habt gesehen, wir haben jetzt den Block hier fertig. Und das soll wohl so gehen wie beim Deep Dark. Muss jetzt ein bisschen vernehmen. Wird schon schief gehen. Na komm. Und dann Rechtsklick und ab geht's. Und jetzt sollten wir, wenn wir heil ankommen, genau, erstmal eine Fackel überall hinsetzen, weil hier wohl überall Mobs spawnen können. Und hier genau ist der Last Villager. Und diese Plattform, auf der wir jetzt gerade sind, ist auch die einzigste Plattform, die es hier gibt. Dazu gibt es ein Cauldron mit Wasser. Und ja, das war's. Willkommen im Last Millennium. Achso, übrigens, der Last Villager lässt jetzt auch nicht mit sich handeln. So. Okay. Also, jetzt haben wir das Last Millennium gesehen. Rennen. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Ja. Und zwar diese Ebene, die du unten vorbereitet hast, da kommt doch noch eine Schicht drauf, oder? Mit den ganzen Auslegern. Die unter der Mobfarm? Yep. Ja. Da kommt die Sind Schicht die noch drauf, schon. wo dann die Leitungen drin Genau, liegen. ja. Sind die schon irgendwie verplant? Wie meinst du das? Naja. Sind die Auch schon so verplant? Platz oder Ich was? würde einen Ausleger nehmen. Ja. Gut, nehme ich den. Also ich brauche zwei auf jeden Fall nebeneinander. Nimm den. Okay. Gut. War einfach. Dann leg das Kabel bitte so, dass ich dann auch Platz kriege. Ja, ich nehme gleich ME, Dense Conduit. Okay. Das müsste eigentlich passen, das reicht eine Weile. Weil ich brauche nur einen Anschluss. Oh, Wahnsinn. Ja. Gut. Also wir können erstmal Travel to the Last Millennium abhaken. Also ihr habt gesehen, das war ein sehr bewegender Moment. Scanner, wenn du es dir mal angucken willst, der Block ist oben im Boden. Ja, bei Gelegenheit. Es ist wirklich total überraschend und ja, ich kann nicht genug schmeicheln. So, gucken wir mal, was unsere Federn machen. Ups. Ah, perfekt. 8 Federn gibt's. Da. So, damit haben wir 4 Blöcke. Dann nehmen wir noch 4 mal Dirt mit. Und dann suchen wir uns noch Flower. Was nehmen wir denn dafür welche?
Ach, nehmen wir Rosen, oder? Okay, haben wir keine. Poppies? Und in Anlehnung an andere Reihen, die bei uns auf dem Kanal noch laufen, würde ich sagen, machen wir mal eins auf Botaniker. Zwar nicht Imperial, aber Botaniker. Bewusst für alle Zeiten der imperiale Botaniker bleiben, das Ja, bist du dir bewusst, ich ne? hab's mir schon gedacht. So, also, wir sind hier in den Plains. Das sieht man immer unter der Karte rechts. Plains. So, Blume gepflanzt. Dann waren hier doch gerade irgendwo noch. Hier bei mir ist Swampland. Was bei dir da unten? Swampland. Ja, also nicht hier unten, aber hier in dem Chunk. ME-Anschlüsse brauchst denn du da drüben? Ja, ein paar. Reicht Swampland. eh ein Dense-Kabel oder? Ja, reicht. Haben wir auch eine Blume gepflanzt. Rauskriegen, wie ich das dahinter kriege. So, dann haben wir hinten, glaube ich, irgendwo Desert, wenn ich mich richtig entsinne. Ne, River erstmal. Warum haben wir jetzt eigentlich Angel Blocks gemacht? Fällt mir jetzt gerade mal so. Ah, ne, hier ist Desert. Okay. Hier war doch irgendwo auch rüber. Ich glaube, mein Rechner leckt ein bisschen. Nee, der Plains. Server. Hat auch gerade Hammerleck. So, hier ist River. 4. Ist die Kuh blöd? Naja. So, und jetzt brauchen wir noch irgendein fünftes Biom. Das ist eine große Wüste. Ah, Desert Hills. Hops. Erde drauf, Blume drauf, fertig. So, also haben wir jetzt an fünf verschiedenen Biomen eine Blume gepflanzt und können damit den nächsten Haken machen. So, dann use the Diamond Dolly to bring home 5 Blaze Spawners. Da wissen wir doch schon, wo es hingeht. Ich habe zwar kein. Moment mal, was macht die Kuh da? Rumkuchen. Aber nicht da, wo sowas zu suchen hat, sondern da, wo es nichts zu suchen hat. So, okay. Das heißt, wir brauchen Dollys. Ich glaube, Diamond müssen wir mittlerweile auch ein paar auf Lager haben. Ganz minimal, ja. Ja. Oh, die sind auch richtig schwer herzustellen, sehe ich gerade. Wir haben echt keine Oak Planks. Formgedränge. Brauchten wir jetzt 4 oder 5? Das ist was, was ich dir nicht sagen kann. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir das schon mal. Hallo? Jetzt. 1. 2, 3. Man könnte jetzt natürlich auch fünfmal rübergehen in Nether, aber ich bin von Natur aus faul. Also nehme ich einfach 5 Dollys mit. Du erzählst uns jetzt mal was Neues. Aha. So. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwelche Festungen, aber ich glaube, Scanner, du hattest gesagt, dass irgendwelche Festungen relativ nah am. Ja, wenn du zu dem Ausgang, der auf dem Hauptweg links gegraben ist, rausgehst, eine links, eine rechts. Da ist eine Kuh. Hauptweg bis zu der Kreuzung, wo es rechts zu deinem Big Reactor geht und links weiter. Ja. Da ist links ein Loch in der Wand. Ja. Da raus.
Dann ist eine rechts und eine links. Ups, au. Hör auf zu schubsen, du blödes Vieh. Ach da. Okay, das war jetzt gerade ein so ein Springer, der da nach unten gehopft ist ins Tod. Naja, so aber. Da ist kein Spawner. Ah, da hinten dürfte ein Spawner sein. Glaube ich. Ne, sind bloß massenhaft Viecher. Suchen wir jetzt allen Ernstes einen Blaze-Spawner. Dinger sind allgemein nicht leicht zu finden. Also Blazes haben wir en masse. Naja, die spawnen ja aber auch so. Ohne Spawner. Das ist ja das Problem. Aua. Der hat mich gewissert. Wie finde ich denn das? Ja, also auf jeden Fall seht ihr, dass man das hier schon ganz schön suchen darf. Ich hatte mir jetzt irgendwie vorgestellt, dass andere Sachen hier schwierig sind, aber das Finden von Place-Spawnern war jetzt hier unbedingt auf meiner Problemliste weit oben. Da ist einer. Oh shit. Wow. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man hier nicht so eine gute Rüstung hat wie wir, dann ist das eine gewisse Problematik.
Oh, das ist bitte. Du wurdest von einem Blaze getötet. Ja. Taktsystem. Ich weiß bloß nicht wieso. Eine Lebensanzeige nicht im Blick gehabt? Es waren jetzt ein paar, aber eigentlich waren es doch nicht zu viele. Seltsam. Ja, liebe Freunde, ich glaube, das wird etwas länger dauern jetzt. Und da ich sehe, dass unsere Zeit auch gerade abgelaufen ist, danke ich einfach fürs Zuschauen. Ich werde versuchen, mein Zeug zurückzukriegen und eventuell mit den Blaze-Warps, ich kann schon den Blaze-Spawner ans nächste Mal die Folge beginnen zu können. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja.